Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge des Risen 3 Let's Plays, wo letzte Folge endlich den hier mit Armdrücken besiegt hatten. Im längeren Versuch, nachdem ich nicht verstanden habe, was ich machen sollte, es dann noch verstanden habe, haben wir uns den Sammelgegenstand Stumpfes Opfermesser besorgt, was plus 10 auf Deutsche bringt. Und ich ja immer gerne diese Sammel-Items mag zu sammeln. Jetzt geht's auf zur Taverne, weil dort Patty auf uns wartet, die uns noch sagen soll, wie, was, wo. Wo hier noch ein Schatz versteckt ist, den wir dann noch heben. Und dann geht's auf nach Kila und dann werden wir auf Kila alles erkunden gehen. So wie ihr es gewohnt seid. So, und hier geht's wieder nur darum, dass wir Gold machen und Patty ja darin ganz gutes Infos zu snacken, um Gold zu organisieren. Patty, wo bist du? Dachte, du bist im Gasthaus. Auf der oberen Etage? Wo ist sie? Hallo? Eigentlich hieß es, dass sie hier ist. Hab ich sie übersehen? Was habe ich da gehört? Mach, dass du wegkommst! Ja, bin schon weg. So, hier irgendwo? Patty? Hä? Da. Da ist sie. Mann. Verdammt, wo bleibst du denn? Ist ja gut, ich bin ja jetzt da. Wieso bist du so aufgeregt? Wieso? Dieser Dreckskerl von einem schmierigen Händler in der Taverne hat mich begrapscht, darum. Du stehst auf sowas, wo ist der Kerl? Du stehst doch auf sowas. Quatsch hier keinen Scheiß. Ich meine es ernst. Sein Name ist Kramer. Er steht in der Taverne und macht große Sprüche über Gold und Reichtum. Ich dachte, ich höre mir mal an, ob an seinen Geschichten etwas dran sein könnte. Er brauchte nicht lange, da zerrte er schon an meinen Klamotten. Also entweder du gehst jetzt da rein und regelst das. Oder ich schieße das Schwein über den Haufen. Ich bin ja für beides, Ehrenrettung. Was denn noch? Geh gefälligst zu diesem schmierigen Kramer und zieh ihm das Fell über die Ohren. Ja. Er hat deine Schwester belästigt. Diese Aussage, du stehst doch auf so einen Scheiß, die musste ich einfach bringen. Sie war für mich sehr wichtig. Wo ist denn die Quest? Ich weiß nicht, wie er heißt. Da, Ehrenrettung. Ein schmieriger Händler namens Kramer. Ach ja, so, wo ist er denn da hinten, der Typ? Er pennt gerade. Alles klar, da müssen wir mal kurz gucken, dass wir den da oben rausholen aus seinem Bettchen. Ich feiere das ja schon ein bisschen. Dass ich erst zu ihr noch sage, dass sie ja drauf steht. So, du ich da, hoffe, ne? Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ja, los, komm raus hier. Hau schon ab! Ich möchte gerne mit dir reden. Was habe ich da gehört? Ich merke sofort, wenn mir was fehlt. Also versuch gar nicht, erst zu klauen. Okay, dann machen wir es anders. Da ich den hier oben ja nicht rauskriege aus seinen Dingens. Dann nach hier unten. Was habe ich da gehört? Darf ich hier raus? Verschwinde von hier! Ich würde gerne hier verschwinden, du Witzbold. Entweder du verschwindest jetzt oder es setzt eine Tracht Prügel. Wenn du aus der Tür... Wenn du aus der Tür gehen würdest, wäre ich schon längst weg gewesen. Oh Mann. So, da. Kramer. Oh, das lasche ich die ganze Zeit hin und her. Ich krieg ein zu viel. Ich hörte, du bist ein recht aufdringlicher Bursche. Wie bitte? Was soll das heißen? Man sagt, du fasst hier die Frauen an, auch wenn sie es gar nicht wollen. Wer sagt das? Meine Schwester, du Schleimbeutel. Hey, nur keinen Ärger, Kumpel. Am besten, wir vergessen die Sache einfach, okay? Gib mir dein Gold und wir vergessen die Sache. Aber, können wir nicht noch einmal drüber reden? Gib mir einfach dein Gold und ich bin weg. Ja, ja, hier hast du es. Und jetzt lass mich in Frieden, okay? Okay, 850 Gold, danke dafür. So,
Okay. So, jetzt, um uns zu heilen, nehmen wir da unten dieses Wasserfass. Dann haben wir uns da ganz schnell hochgeheilt. Und ich musste ihn ja leider da oben rauslocken. Und da die mich ja... Ach, es lief nicht so optimal da oben. So, wo ist das Wasserfass? Irgendwo stand hier ein Wasserfass. Bin mir zu 20% sicher, dass hier eins stand. Und zu 80% könnte ich mich auch täuschen. Ernsthaft, hier steht kein Wasserfass? Oh Mann. Da ist ein Wasserfass. Nee, ist kein Wasserfass. Schade. Na gut, dann reden wir einmal noch mit Patty. Ich denke, Kramer ist genug gestraft. Na gut. Dann belassen wir es dabei. Jetzt lass uns aber ganz schnell wieder von hier verschwinden, ja? Dieser Ort geht mir langsam auf die Nerven. Machen wir. Komm mit. Ei. So, ich suche eigentlich jetzt noch ein Wasserfass. Eine Taverne. Kein Wunder, dass wir uns hierher verirrt haben. Das muss wohl in der Familie liegen. Ja. Ich hoffe vielleicht, dass oben in der Zitadelle noch eine ist. Ansonsten bei dem Bauernhof. Ich möchte einfach gerade mein Essen sparen, obwohl ich 93 davon habe. Ihr müsst euch schon wieder überlegen, wie viel Zeit ich jetzt schon wieder verschwende. Nur um kein Essen zu benutzen. So traurig. So, war hier ein Wasserfass? Schicker Bauernhof. Hast du die Schnauze voll von der Seefahrt? Spinnst du? Das Leben hier wäre mir viel zu langweilig. Ja, so, hier ist das Wasserfass. Und das heilt mich jetzt komplett voll über Zeit, wie wenn ich komplett gegessen habe. Nur eben, das ist halt jetzt, ihr seht da unten den Balken, der ist jetzt geteilt. Es ist schwer zu erkennen. Im richtigen Untergrund kann man es erkennen. Kann man es so einigermaßen. So kann man es gut erkennen. Jetzt seht ihr, dass der Balken sich langsam füllt. Unten links, hier unten, wo jetzt meine Maus ist, von dem HP-Balken rede ich, der füllt sich langsam auf, weil ich aus dem Wasserfass getrunken habe. Aber, ach. Ja, so, auf zum Schiff, auf nach Kila. Jetzt gehen wir Kila erkunden. Bis auf eine Quest haben wir sogar tatsächlich alles gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben mehr offen. Aber ich kann mich auch täuschen, wie ihr seht. Und auf Kila würde ich auch erstmal den Vorschlag beibehalten, unterbreiten, dass wir erstmal jetzt zumindest nach da hinten gehen und erstmal alles erkunden, bevor wir jetzt da ganz stumpf anfangen, Okay, und unsere Waffen mal ausprobieren. Bevor wir jetzt da ganz stumpf anfangen, dort die Quests nach und nach zu machen, würde ich dort vorschlagen, dass wir einfach erstmal ganz gemütlich alles erkunden, beziehungsweise uns da gemütlich nach hinten arbeiten und schauen, was passiert. Und nicht einfach sagen, so. Jetzt erwartet uns ein Seekampf. Da der angekündigt worden ist, speichern wir hier einmal vor Kampf. Und fahren dann los. Ich bin selber sehr gespannt, was passieren wird. Das ist meine erste richtige Piratenschlacht, soweit ich weiß. Und ich möchte nach Kila. Also die Frage ist, ist das jetzt wieder so ein Ungeheuerkampf? Oder kommen die auf mein Schiff? Oder? Bones! Okay, es sieht nach einer Seeschlacht aus, wo wir gegen Leute kämpfen und nicht, wo wir mit dem Schiff fahren. Ist nur die Frage, darf ich irgendwann mitkämpfen oder muss ich zugucken? Freundlichsten Dank. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe! Ja,
Kann ich die Pulverbombe mir schnappen? Kann ich. Ich muss nur vorher den Typen töten. Und wenn du mich heilen könntest, wäre mir sehr geholfen. Sehr schön. So, auch die runter. Und ich brauche Heilung. Es ist so null nützlich, dass ich am Anfang des Fights so viel abbekommen habe, weil ich die Bombe sofort runterschmeißen wollte. Weit so gut, auf zur Bombe, noch 25 Sekunden. Heilung sieht ganz okay aus. Mit dir mache ich kurzen. Seid ihr denn verrückt? Und wer als nächstes? Okay. Ernsthaft, da triffst du nicht. So, und jetzt noch dich. Aber zumindest ist es einigermaßen fair. Wir müssen immer noch gegen einen kämpfen. So, jetzt heißt es du oder ich und ich sage ich! Okay, wir kämpfen gegen Morgan. Guten Morgen! Also entweder das kommt mir nur so vor, oder meine Waffe macht einfach vernünftig Schaden. Wow. Und ganz ehrlich, das erste Mal, dass wir ein Piratenspiel spielen und etwas Piratisches machen. Bester Erfolg, Seeschlag gegen Morgan, du hast ganz Fernkampf. Habe ich keinen Loot bekommen, nix? Das ist traurig. Idioten, was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, wird aber auch Zeit, mir die Ausrüstung anzugucken, die ich bekommen habe. Morgens Hut. Ja gut, okay, er ist schlechter. Morgens Mantel auch. Wir haben nur seine Ausrüstung gekriegt, das ist alles. Und die ist jetzt nichts Besonderes. Doch, die Stiefel sind besser. Okay, gut. Warum jetzt die auf unserer Seite sind, weiß ich noch nicht ganz, aber das Piratending. Die sollen wir auf unserer Seite sein? Wir reden aber mit allen. Los geht's. Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Okay, so. Polly, wie sieht's aus? Kapitän Feigling! Ah! Was? Wer hat das gesagt? Kapitäns Crew! Ah! So, so. Na, wir werden ja sehen, wer am Ende noch da ist, wenn die Schlacht erst richtig losgeht. Pollys Papa, Hilfe! Ah! Das hast du schon einmal gesagt. Seltsam.
wer wohl dieser Pollys Papa ist? Erzähl mir mehr über Pollys Papa. Holzkopf! Ach, vergiss es. Wieder war es total nervig, dass Patty im Sichtfeld stand. Rasier dich! Schade. Wir werden irgendwann über Polly noch mehr rauskriegen. Mal gucken, wann. Was? Ach, du schon wieder. Was ist los? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Glücklich, sagst du? Glück gibt es nicht in Tagen wie diesen. Meine Seele wird nie wieder die Ruhe und Geborgenheit einer Familie finden. Sie ist mir genommen worden. Die Schergen haben sie verschleppt. Oh, das wusste ich nicht. Schon gut. Das macht mich nur noch stärker, glaub mir. Ich habe geschworen, dass ich erst wieder Ruhe geben werde, wenn der letzte Scherge tot vor mir am Boden liegt. Und diesen Schwur werde ich erfüllen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, dann, halt, stopp, hier oben war noch einer. Nee, da ist wieder runtergelaufen. Dann reden wir noch mit ihm. Wie sieht's aus? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Alles klar. Hier ist noch ein ganz normaler Speer. Der Lass dich nicht Speer. Hast du nichts zu tun. Dürfte das alles nicht interessieren. Hier ist keiner weiter. Wie bereits erwähnt, das Schiff hier drüben, das ist das Piratenschiff, nicht von Captain Morgan. Das ist einfach nur das Piratenschiff. So, gibt's hier unten noch was Cooles? Sieht nicht danach aus. Ich könnte das hier alles mitnehmen, aber ganz ehrlich, können wir es einfach hier lassen. Ist das eine echte Karte? Ich habe keine Ahnung. Was ploppt hier immer wieder auf? Aufnehmen. Könnte das Gold da unten gemeint sein? Ist hier noch irgendwas Tolles? Krog rum. Ja, Alkohol. Jetzt nichts, was ich jetzt als super, super wichtig ansehe zu looten. Gut, wieder nach oben. Dann nehmen wir Patty mit und auf geht es auf Kila. Uns ins Landesinnere hineinwagen langsam. Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich halte nicht so viel von den Wilden im Dschungel. Sie halten ihre Frauen wie Sklaven und machen auf großen Mann. Wenn ich so einen Kerl hätte, der würde mich kennenlernen. Okay. Komm mit. Kein Problem. So, und jetzt möchte ich in diese Richtung. Ich hatte übrigens tatsächlich gedacht, als ich letzte Folge angefangen habe, mir einen kompletten Überblick zu verschaffen, was es alles an Quests gibt, dass es da mehr gibt. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass jetzt alles Kila-Quests, die wir hier haben, Streit um die Wasserquelle, bla 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 bla. Das werden wir jetzt wahrscheinlich alles von ganz alleine machen, wenn wir jetzt nach hier hinten gehen. Das einzigste Relevante, wir müssen hier hochfliegen. Wenn ich mir das hier aber angucke, werden wir hier Ewigkeiten brauchen, um das zu erkunden. Von daher machen wir das jetzt hier ganz gechillt. Und der Erste soll schon hier sein. Genau. Er schläft zwar momentan, aber wir wecken ihn mal. Oh, Wamba. Scheiße. Oh, mein Kopf. Karak. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißt, du waren auch noch nicht bei uns, Kila? Nein, noch nicht. Wie wäre es, wenn du auf meine Frage antwortest? Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet. Aber dann hat Bobo Durst bekommen. Das verdorbene Wasser hat gebrannt. Hab es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Er hat Alkohol getrunken. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komische Gutschuss. Bobo will nach Hause. Ja, Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Gucho. Frag einfach Bobo.
Trinken lernen, Bobo. Für was brauche ich das? Rum ist seit jeher das Lebenselixier der Seefahrt und Piraten. Hört die Wirkung von Fuse, Grog und Rum 25% zur Stufe. Okay, ich brauche es eigentlich nicht. Wir werden uns von ihnen, werden ihn mitnehmen und uns dahin begleiten lassen. Wird Ebert wahrscheinlich eine längere Quest werden, beziehungsweise werden wieder irgendwo dann landen, wo wir gar nicht hinwollen, keine Ahnung. Jetzt gehen wir aber erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag mal zum Schluss. Tschüss mit Ö!